Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe. Was macht man im Frühling 2021 eigentlich? Immer noch alles rund ums Haus, eine neue Küche planen, den Garten noch schöner machen oder so langsam die Übersicht verlieren, wie oft der Paketbote mit Online-Bestellungen, für wen eigentlich, an der Haustür geklingelt hat? Wahrscheinlich von all dem etwas und weiterhin auch noch ein bisschen, aber was ganz Wichtiges kommt jetzt natürlich dazu, der Grill wird angeworfen, natürlich. Und deshalb sprechen wir heute über das, was auf den Grill draufkommt und über das passende Marketing dazu. Und deshalb schalten wir jetzt ins Sauerland, genauer genommen nach Finnentrop. Und da begrüße ich von der Firma Metten den geschäftsführenden Gesellschafter Tobias Metten ganz herzlich. Grüße, Herr Metten. Guten Morgen, viele Grüße nach Köln aus dem Sauerland. Grüße, die Leitung steht und wow, was ist das für ein Hintergrundbild, was Sie da aufgebaut haben. Direkt den Claim auf blauem Himmel, den haben wir auch zu bieten, den blauen Himmel, aber so einen schönen Claim haben nur Sie im Sauerland. Bock auf Wurst. Richtig, genau, das ist das, was wir machen wollen, ja. Nur eine Leinwand, aber es sieht eigentlich genauso aus, wenn wir aus dem Fenster schauen, die grünen Landschaften, das Land der 1000 Berge, dort sitzen wir mittendrin hier in Finnentrop und das mittlerweile ja schon seit über 100 Jahren, mit immer frischen, knackigen Wurst- und Schinkenprodukten. Ja, okay. Und die Ikone, Ihre Dose, die deutet sich schon an. Hinter Ihnen, da wollen wir gleich noch ein bisschen, ja, sieht man sie im Anschnitt zumindest, die halten wir gleich noch ein bisschen mehr ins Licht. Aber wir wollen natürlich sprechen auch ein bisschen über das Grillen, habe ich ja gerade gesagt. Wir sprechen ein bisschen auch über Ihre Rostbratwurst. Und wie ist das mit so einer Grillsaison? Jetzt darf angegrillt werden, erst recht, aber ich vermute mal, Sie gehören zu den Ganzjahresgrillern, oder? Genau, richtig. Also ist mittlerweile ja ein Trend schon seit vielen Jahren. Wir selber persönlich in der Familie grillen eigentlich das ganze Jahr. Das Wichtige ist natürlich ein Dach über dem Kopf dabei. Aber ansonsten der Gasgrill, den kann man auch im Winter gut anfeuern. Und sei es jetzt unsere dicke Sauna Rostbratwurst oder auch Fleisch, Gemüse, Fisch, alles kommt auf den Grill und das eben das ganze Jahr. Und die meisten Verbraucher freuen sich natürlich jetzt besonders im Frühling, wenn man rausschaut, so wie heute, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Die Temperatur ist vielleicht noch ein bisschen niedrig, aber ja, gerade auch am Wochenende jetzt, am vergangenen Wochenende, waren es ja schon ganz tolle Temperaturen oder tolle Sonnenstunden mit etwas niedrigen Temperaturen noch. Und alle sind heiß aufs Grillen und wir merken das natürlich, dass unsere Handelskunden jetzt schon seit Wochen, einmal schon vor Ostern, da war es ja schon gutes Wetter wieder zum Grillen, dann ein paar Tage Pause und jetzt zum 1. Mai möchten alle raus ins Grüne und möglichst auf dem Balkon oder auf der Terrasse grillen. Und das merken wir natürlich an den Bestellungen und die Produktion läuft auf Hochtouren im Moment. Okay, also erstes Learning, gegrillt werden kann ganzjährig, aber bei Ihnen ist es sogar so, wie ich gelernt habe im Vorgespräch, sogar egal zu welcher Uhrzeit. Wie sieht Ihr Frühstück aus, Herr Metten? Ja, es gibt ein kleines Frühstück zu Hause und dann das etwas größere, vielleicht etwas schwerere Frühstück dann gleich in der Firma. Wir haben also jeden Morgen bei uns hier in der Produktion mit den Abteilungsleitern, Qualitätsmanagement und der Geschäftsführung eine Verkostung. Dort werden eigentlich alle Produkte, die am Vortag produziert worden sind oder fertiggestellt worden sind und verpackt wurden, einmal verkostet. Klar, wir produzieren natürlich nach Rezeptur, aber es geht ja hier um natürliche Rohstoffe. Da gibt es immer kleinere Schwankungen oder wir machen auch Tests, Neuentwicklungen und die werden jeden Morgen um 8 Uhr in einer gemeinsamen Runde verkostet. Da gibt es also dann eben schon ein erstes Stückchen dicke Sauerländer Bockwurst oder Bratwurst. Oder Schinken, Roastbeef, Ochsenzunge, Sülze-Produkte, Schinkenwurst, Fleischwurst. Das ist also ein sehr großes Sortiment, was wir produzieren. Die dicke Sauerländer ist das wichtigste Produkt sicherlich, keine Frage. Macht ein Viertel des gesamten Absatzes aus bei uns. Also als Einzelartikel, als Marke natürlich das wichtigste Produkt. Aber wir haben eine sehr große Vielzahl an Artikeln und die werden jeden Morgen in dieser Runde verkostet. Und ja, Wurst macht nicht dick, das sieht man vielleicht jetzt nicht auf der Kamera, weil ich nur im Ausschnitt zu sehen bin. Solange man sich ausgewogen ernährt und gesund ernährt und natürlich auch bewegt und Sport treibt, ist das alles in Ordnung. Und deswegen haben wir da auch kein Problem mit jeden Morgen einmal die Produkte zu verkosten. Ja, sehr gut. So sagen das die Bierbrauer bei Ihnen in der Nähe ja auch. Also Bier macht auch nicht dick, es kommt immer darauf an, wie viel davon, ne? Jetzt habe ich gerade Abend, lieber Herr Metten, auch noch natürlich eine Verkostung gemacht, damit ich hier mit Ihnen mitreden kann. Ich habe die Ikone ja gerade schon angesprochen. Hier ist die Dose jetzt mal in ihrem ganzen Glanz, in ihrer ganzen Pracht. Der rote Deckel, wie ich gelernt habe, ist ganz wichtig. Die Haptik ist ganz wichtig. Man sieht es ja in jedem Supermarkt.
die dicke Sauerländer, es heißt ja die dicke Sauerländer, nicht der dicke Sauerländer, wie wir gerade jetzt nochmal eben hier festgehalten Wichtiger haben. Wichtiger Unterschied, ja. Wichtiger Unterschied. Lassen Sie uns also über dieses Top-Produkt aus Ihrem Hause mal sprechen, und zwar in der Verbindung mit dem Marketing. Wir sprechen ja hier in dieser Sendung immer über Marketing-Erfolge, über Erfolgsgeschichten im Marketing. Und die hat mit der dicken Sauerländer und WDR 2 jetzt nochmal einen Schub bekommen, und zwar im vergangenen Jahr durch zwei Faktoren. Wir sprechen gleich mal über das Hamstern zu Hause, nämlich die Dose in den Kellerregalen neben dem Toilettenpapier, was jetzt voriges Jahr um diese Zeit natürlich gut gestapelt wurde und gut gehortet wurde. Aber der zweite Effekt, den finde ich noch viel spannender und viel schöner, denn Sie haben sich verbunden mit einem unserer Top-Produkte, und zwar Liga Live, der Fußball-Bundesliga bei WDR 2. Mögen Sie darüber mal kurz berichten? Ja, wir sind ja schon relativ lange mittlerweile, seit 2016, um genau zu sein, mit dem WDR gemeinsam unterwegs und werben für unseren Top-Artikel, die dicke Sauerländer Bockwurst und auch die dicke Sauerländer Rostbratwurst auf WDR 2. Das letztes Jahr hatten wir zum Glück die Chance und für uns auch die einmalige Gelegenheit, sicherlich das auszubauen mit einer neuen Werbeform, die es bei Ihnen vorher ja nicht gab, nämlich mit der Programmpräsentation, dem Sponsoring von Liga Live. Und da waren wir eigentlich sofort Feuer und Flamme, weil wir gesagt haben, was passt besser zusammen als Wurst und Fußball? Und dann eben auch noch so ein typischer NRW-Artikel wie die dicke Sauerländer mit einem relativ kurzen Jingle von 7 Sekunden nur präsentieren wir diese Show und haben super gutes Feedback bekommen von unseren Handelskunden, von Endverbrauchern, von den Mitarbeitern natürlich hier in der Region, auch von den Bekannten, die man so hat. Das ist einfach eine super traditionelle Sendung. Ich selber persönlich kenne sie auch noch aus meiner Kindheit bzw. meiner Jugend, wo es eben noch nicht die digitalen Angebote gab, Sky etc. noch nicht so stark vertreten waren. Da hat man samstags nachmittags beim Autowaschen oder im Garten oder wo auch immer eben Sven Pistor gehört oder seine Vorgänger und die ganzen anderen Kollegen draußen in den Stadien. Und das ist einfach eine Tradition geworden bei vielen heutzutage. Und deswegen kommt das so gut an, denke ich auch bei unserer Kundschaft, und passt einfach so gut zusammen. Da sind wir wirklich sehr, sehr glücklich drüber, über dieses Engagement. Wir können ja mal ganz kurz reinhören in das Sponsoring. Die dicke Sauerländer Bockwurst von Metten präsentiert WDR 2 Liga Live. Ja, und so klingt dieses Sponsoring bei WDR 2 mit Liga Live. Also eine ganz enge Verbindung, Sponsoring und Programm. Ja, also wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen. Sie haben es ja mit Ihrem Engagement bei WDR 2 sogar in die Süddeutsche Zeitung geschafft. Oh, ich sehe die Maus. Ja, das ist jetzt großartig. Das ist ja absolut erlaubt in diesem Format hier. Product Placement rauf und runter. Wir sprechen über die Werbung. Also ist auch die Maus erlaubt. Schön, dass sie bei Ihnen angekommen ist. Und also Sie genießen Ihren Kaffee mit der Maus hier regelmäßig? Richtig, genau, ja. Ist ja auch so ein total emotionales Produkt, unsere Maus, ne? Genau, die Maus, 50 Jahre geworden gerade. Unser Artikel wird dieses Jahr, die dicke Sauerländer wird 60 Jahre alt. Also wir haben 10 Jahre Vorsprung. Und wir sagen natürlich immer scherzhaft, die dicke Sauerländer ist zwar schon 60 Jahre alt, immer noch schön und knackig. So soll es auch sein bei einem Würstchen natürlich. Das ist ganz wichtig bei einer Bockwurst, die muss knacken, die muss würzig sein und lecker. Und das ist einfach das auch, wodurch sich unser Artikel verkauft. Wir betreiben Werbung, ganz klar, bei Ihnen bei WDR 2. Aber wir machen ansonsten eigentlich relativ wenig Werbung. Das Wichtigste für uns ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Mund-zu-Mund-Propaganda. Unser Artikel verkauft sich über den Geschmack, über den knackigen Biss, über diese wirklich den einzigartigen Geschmack, der auch schon seit mittlerweile dann 60 Jahren unverändert ist. Genauso sind wir auch sehr vorsichtig, was das Layout angeht. Also die Dose, Ikone, wie Sie sagten eben, ne, die ist ja schon sehr lange unverändert von dem ganzen Layout her, kommt so ein bisschen retromäßig rüber. Auch der praktische rote Deckel, um die Dose wieder zu verschließen, wenn man sie einmal geöffnet hatte, gehört mittlerweile schon seit über 20 Jahren zum Markenbild und bietet einfach dem Verbraucher dann im Supermarkt, im Discounthandel auch eine Art starke Wiedererkennung, ein Anker im Regal durch eben die Elemente wie den roten Deckel, die rote Banderole oder eben auch durch die Tatsache, dass wir die Dose schon seit jeher nicht mit einer Papierbanderole versehen, sondern sie lithografieren, also aufwendig bedrucken. Der Vorteil ist, das hält ewig auf dem Weißblech. Man sieht sie oft in Garagen, in Kellern, in Hobbyhütten etc. Eben zur Aufbewahrung der verschiedensten Dinge.
Oder das Thema Upcycling ist heute ja auch mittlerweile seit einiger Zeit ganz groß. Die Dose kann man wunderbar wiederverwenden für andere Dinge. Und ja, das macht den Artikel einfach aus, dass wir dort so lange unverändert und ja auf Tradition sozusagen stehen und das auch beibehalten. Wo wir gerade die Maus bei Ihnen gesehen haben, jetzt muss ich natürlich mit der Mausfrage kommen. Das war jetzt gerade vergangene Woche bei uns zu Hause am Küchentisch noch der Fall. Meine Eltern waren kurz zu Besuch und unsere Töchter, die mögen ganz gerne auch mal die vegetarische Variante, diese ganz kleinen Würstchen, in die man auch wunderbar reinbeißen kann. Aber, das ist der große Unterschied, sie knacken nicht. Und das war genau das, was mein Vater sofort sagte, die knacken ja gar nicht, das sind keine echten. Und genau so war es ja auch. Bitte beantworten Sie uns diese tolle Mausfrage. Wie kommt es denn dazu, dass die Bockwurst knackt? Ja, das Geheimnis hierbei ist der Naturdarm, also ein Naturschweinedarm, den wir verwenden. Und dort wird eben das Fleisch wird zerkleinert, mit den Gewürzen vermischt und vermengt. Und dann sieht es in dem Moment aus, wenn der Teig oder das Brät in dem Fall ganz fein gekuttert ist, sieht es aus wie ein Teig und wird dann in den Schweinedarm gefüllt. Danach anschließend gebrüht und geräuchert und getrocknet. Getrocknet deswegen, weil die Würstchen kommen sozusagen leicht verschrumpelt in die Dose, weil sie werden dort ja in der Lake dann anschließend, also eine Salzlake wird hinzugegeben, in der die Würstchen dann konserviert werden. Das Ganze wird dann anderthalb Stunden bei über 120 Grad in einem sogenannten Autoklav, einer speziellen Maschine, mit Gegendruck gekocht. Das darf natürlich auch nicht platzen, ganz klar. Und dann wird die Würst wieder sehr knackig in dem Darm. Und das ist einfach das Geheimnis, dass man die richtige Fleischzusammensetzung hat, den guten Schweinedarm, der Rauch, das Trocknen, hinterher in der Dose wird das Ganze, wenn man es wieder warm macht, schön knackig. Und das kriegt man eben nur mit einem Naturdarm hin. Es gibt bei den Würstchen, die Sie genannt haben, verschiedene Kunstdärme oder auch sogenannte Eigenhaut, also eine Art Eiweißschicht, die sich bildet beim Kochen. Aber die kann nicht diesen knackigen Biss darstellen wie bei einem Naturdarm in dem Fall. Okay. Alles klar, Sie merken, wir sprechen hier mit einem absoluten Vollprofi. Herr Metten, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf das Thema WDR2 zurückkommen. Damit es hier an der Stelle, es werden uns sowieso nur Fleischfans zuschauen, denke ich, aber damit es dann nicht zu sehr in die Fleischproduktion geht, sondern auch in die Radioproduktion. Diese Verbindung mit WDR2 Liga Live, lassen Sie uns da noch mal drauf gehen. Sie haben ja auch gesagt, ansonsten sind Sie bei uns ja auch im Wettertargeting unterwegs, wenn es um die Rostbratwurst geht, wenn es ums schöne Wetter und die entsprechende Temperatur geht, dann gerne grillen, angrillen, weitergrillen. Aber ansonsten ist das mit dem Fußball jetzt ja eine sehr kontinuierliche Geschichte. Warum dann gerade samstags? Ist es so, dass Sie auch darauf zielen, dass die Leute dann wirklich samstags noch in den Supermarkt gehen und dann für abends einkaufen? Genau, also neben der Verbindung Fußball und Wurst ist für uns ganz wichtig, sind die Einkaufstage das Bedeutende bei der Werbeplatzierung. Und generell ist es so, Donnerstag, Freitag, Samstag werden die großen Wocheneinkäufe getätigt. Klar gibt es auch bestimmte Handelsaktionen, die besonders auf den Montag zielen oder andere Tage, aber es ist wirklich so, Donnerstag, Freitag, Samstag wird eingekauft und auch der Großeinkauf getätigt. Und in der Radiowerbung für die Rostbratwurst verknüpfen wir das Ganze, was für uns sehr gut ist, mit Wettertargeting, wie Sie schon gesagt haben. Wir können also bis dienstags noch schauen, wie wird das Wetter am Wochenende und können dann entscheiden, schalten wir beispielsweise die Werbung für die Rostbratwurst, ja oder nein. Und das ist für uns sehr viel wert, weil wir einfach einen Artikel haben, der sehr stark, wo der Abverkauf sehr stark vom Wetter abhängt. Das ist natürlich genau das, was bei uns beim WDR Radio ganz hervorragend funktioniert. Morgens gucken Sie im Wetterbericht und sehen, es wird heute ein super Knaller, schöner Sommertag. Dann schnell in die Sendung rein, in den Werbeblock. Zum Beispiel beim Grillen, da bietet sich's natürlich an. So machen Sie das ja auch. Wenn man schon am Montag, Dienstag sieht und überlegt, was plant man sozusagen fürs Wochenende und man sieht, das Wetter, es soll in Strömen regnen, dann wird man bestimmt keinen Grillen einplanen. Gibt es Ausnahmen sicherlich, wie jetzt den 1. Mai an diesem Wochenende. Das ist grundsätzlich natürlich ein traditioneller Grilltag. Aber generell macht das Wettertargeting da schon sehr viel Sinn und ist für uns eine super flexible Möglichkeit, die Werbung zu schalten und das Budget dann eben über die Grillsaison. Die geht von uns so von März, April bis September ungefähr, das Budget aufzubrauchen, was wir eingeplant haben. Aber generell ist es so, am Anfang der Grillsaison wird am meisten gegrillt. Da sind alle heiß drauf, nach der langen Winterperiode oder auch gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich nach draußen ins Freie, auch sich wieder möglichst treffen können mit anderen dann hoffentlich bald. Grillen ist ja auch ein Gemeinschaftsevent und da wird ganz klar natürlich im Mai und im Juni sehr viel mehr noch gegrillt und eingekauft als zum Ende der Saison.
Im Winter machen wir Werbung für die dicke Sauerländer Bockwurst. Dort brauchen wir kein Wettertargeting, weil die hat man hoffentlich immer zu Hause im Regal oder die Verzehrsschwerpunkte sind da nicht so sozusagen ganz so extrem gesetzt wie beim Grillen. Und deswegen planen wir da natürlich ganz klar auch nach den Verzehrsschwerpunkten im Jahr. Das ist für uns sicherlich die Eintopfzeit, sprich wenn das Wetter schlechter wird, im Oktober, November. Wenn es dann auf Weihnachten zugeht, Weihnachtszeit ist Würstchenzeit nach wie vor in Deutschland. Das Heiligabend mit Kartoffelsalat natürlich. Richtig, genau. Das ist das Gericht Nummer eins an Heiligabend nach wie vor. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Wir merken das ganz klar im Absatz, dass also das, was im November und Dezember hier verkauft wird, da müssen wir schon frühzeitig anfangen vorzuproduzieren, weil so viel können wir dann sonst gar nicht produzieren, beziehungsweise lohnt es sich natürlich auch nicht, die Produktionskapazitäten nur das ganze Jahr vorzuhalten. Da haben wir bei der Konserve dann ein Produkt, wo das auch möglich ist, etwas Lagerung intern noch zu gewährleisten, bevor es an den Handel rausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist noch Karneval in Nordrhein-Westfalen. Die dicke Sauna ist ja ein Artikel, der sehr stark ist in Nordrhein-Westfalen. Wir sind mit der dicken Sauna die Nummer eins unter den Konservenwürsten in Deutschland, obwohl wir gar nicht in ganz Deutschland verfügbar sind. Das weiß man nicht unbedingt, wenn man aus NRW kommt, weil man vielleicht das so nicht mitbekommt. Aber in München beispielsweise oder auch in Berlin oder im Osten, im Norden Deutschlands gibt es andere Spezialitäten. Es gibt so den imaginären Weißwurst-Äquator. Weißwurst-Äquator, genau, wollte ich doch gerade sagen, ja. Südlich davon wird eher nicht aus Konservendosen gegessen. Das hat gar nichts mit der dicken Sauna an sich zu tun, sondern mit der Tatsache, dass eben in Bayern oder in Süddeutschland generell gesagt die Konsumenten es vorziehen, frische Würstchen aus einer Atmos-Packung, aus einer frischen Packung zu verzehren oder aus der Theke, nicht aus der Konservendose. Im Osten und Norden gibt es andere Spezialitäten, die konserviert sind. Und deswegen ist unser Schwerpunkt NRW ganz klar und angrenzende Bundesländer. Und das ist natürlich ein weiterer Grund, warum wir auch mit dem WDR natürlich so gerne zusammenarbeiten, weil wir unser Vertriebsgebiet dadurch sehr gut abdecken können. Sie senden ja auch etwas über die Landesgrenzen hinaus und da passt einfach das zueinander sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben Sie die Optik gerade angesprochen, die Wichtigkeit der Dose, die Farbigkeit, die Haptik. Wenn das Optische dann doch so eine wichtige Rolle spielt, dann haben Sie sich dennoch auch zusätzlich fürs Radio und gerade bewusst haben Sie ja gerade auch geschildert fürs Radio entschieden, wegen der Geschwindigkeit. Sie merken sofort, wie Radio arbeitet, wenn Sie on air gehen bei uns? Genau, wir stellen das also sehr schnell fest. Und klar, wir können das Produkt nicht zeigen, aber Radio ist ja auch das Medium, was einen die Verbraucher über den gesamten Tag begleitet. Also sei es jetzt vom Aufstehen, Duschen, Frühstücken, vielleicht bei der Arbeit, im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit und zurück und dann hoffentlich natürlich auch auf dem Weg zum Supermarkt, sodass wir den Kunden nochmal erreichen können und nochmal die Werbebotschaft platzieren können. Hast du Schmacht, brauchst du eine Wurst zum Beispiel, ist unser Werbespruch dann in den Radiospots oder sonst auch Bock auf Wurst natürlich. Und da spielen wir natürlich auch immer wieder mit den mit dem Slang hier aus der Region. Er muss trotzdem natürlich gut verständlich sein, es soll jetzt nicht zu speziell sein. Und spielen auch natürlich immer wieder mit dem roten Deckel, also diese Themen, dass der Endverbraucher möglichst auch, wenn er im Supermarkt dann in den entsprechenden Gang kommt, uns wiedererkennt. Und dementsprechend ist auch mittlerweile die Rostbratwurst seit einigen Jahren genau von der Verpackungsgestaltung her so wie die Dose, nämlich der blaue Hintergrund, der rote Balken und dann eben die fertig gebratenen Würstchen als sogenannter Serviervorschlag auf der Packung. Also ist in dem Sinne schon ein Eyecatcher im Regal und derjenige, der die dicke Sauna Bockwurst kennt, wird die Bratwurst im frische Regal auf jeden Fall auch wiederfinden. Den Weg zum Supermarkt haben Sie angesprochen. Da muss ich jetzt ganz kurz mal fachlich werden. An dieser Stelle der Hinweis und der Tipp gleichermaßen, mal an einem unserer Media-Workshops teilzunehmen. Der Kollege Christian Bolker hat nämlich unter anderem zu berichten über dieses Konzept des Recency-Plannings, also möglichst viel hohe Netto-Reichweite aufzubauen in einer Kampagne, um dann wirklich kurz vor dem Einkaufsakt nochmal on air zu sein und mit der Marke präsent zu sein, die Bilder im Kopf zu erzeugen, wo im Autoradio, wenn man nämlich gerade auf den Parkplatz, auf den Hof des Supermarkts fährt. Und da können Sie gerne mal dran teilnehmen. Das ist super spannend, einfach dieses Konzept
zu lernen. Recency Planning ist das Stichwort. Wir blenden jetzt die E-Mail-Adresse von Christian ein. Der freut sich über Ihre Post und dann einfach mal dran teilnehmen, weil das ist etwas, was wir gerade in dieser Zeit erleben. Es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Wir bewerben ja gerade vieles, was man im Supermarkt kaufen kann, was man in der Apotheke kaufen kann und was man auch online kaufen kann. Das ist ja gerade das, wo Radio im Moment aktivieren kann, weil da eben auch nach wie vor Mobilität ja möglich ist. Und jetzt kommen wir über diese Kurve, lieber Herr Metten, zum Thema Corona. Weil da haben wir ja gerade schon angedeutet, die Leute haben gehamstert. Sie hatten voriges Jahr im ersten harten Lockdown im Frühling dann unglaublich stark steigende Absatzkurven, weil das eben genauso wie mit dem Toilettenpapier funktioniert hat. Die Leute haben eingekauft und erstmal ein bisschen gebunkert. Sagen Sie genau, mal ganz kurz bitte zu dem Thema Corona und diesen Hamsterkäufen. Man könnte ja sagen, Sie haben es gar nicht nötig gehabt, Werbung zu schalten bei WDR 2. Sie haben es auch in dieser Zeit trotzdem gemacht. Warum haben Sie es gemacht? Genau, also es war ja so, jetzt nach den Verzehrshöhepunkten Weihnachten und Karneval anschließend ist es in der Regel so, dass unser Lager relativ runtergefahren ist und wir uns natürlich dann auf die Bratwurstsaison vorbereiten. Und letztes Jahr, eben zu Beginn der Corona-Pandemie, trat dann die Hamsterperiode auf. Mehl, Nudeln, Toilettenpapier vor allen Dingen, aber auch Konservenprodukte und dementsprechend auch unsere dicke Sauerländer. Wir wurden da damals etwas kalt erwischt, muss ich zugeben, weil eben das Lager, wie schon gesagt, relativ leer war und normalerweise wir Dinge vorplanen, ordentlich produzieren, ins Lager und dann verkaufen. Dort damals zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir dann wirklich 7 Tage am Stück voll durchproduziert. Die Belegschaft hat durchgehalten. Das war eine ganz tolle, zwar harte Zeit, aber tolle Zeit, auch für den Zusammenhalt im Unternehmen ganz toll. Mhm. Und wir haben trotzdem weiter den Artikel beworben, weil wir eben die Werbung natürlich auch als Markenwerbung ansehen. Wir möchten die Marke pflegen, die Marke bekannter machen. Sicherlich ist der Artikel schon hoffentlich sehr, sehr bekannt in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Aber dennoch investieren wir weiter in die Marke. Genauso eben in andere Maßnahmen am Point of Sale, wie spezielle Platzierungen, spezielle Displays, wo also dann eben mit Pappen gearbeitet wird, wo auch wiederum diese Bilder, die man hinter mir sehen kann, gespielt werden aus unserer Heimat, wo wir eben mitten im Grünen sitzen hier hinter den 7 Bergen. Hinter jedem 7. Berg gibt es einen Weltmarktführer bei uns in der Region im Sauerland. Generell arbeiten wir stark mit dem Sauerland, mit dem Bild. Also wir nehmen auf der Dose ja auch den Sauerland-Schriftzug, den man vielleicht von Autos kennt, mit. Der ist also dann eben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier auf jeder Dose ja hinten drauf. Ja. Sauerland.com, die Werbung mit unseren Partnern, unserem Kooperationspartner Sauerland Tourismus. Gerade auch in der Corona-Zeit hat ja das Sauerland stark davon profitiert, dass eben ja die Menschen nicht so weit wegfahren konnten, sondern Kurzurlaube geplant haben an Weihnachten oder danach, als der Schnee hier eingebrochen ist, sehr stark und leider kein Ski gefahren werden durfte, musste man ja erstmals in der Geschichte, glaube ich, sogar Touristen ablehnen und sagen, bitte kommt nicht ins Sauerland, weil es eben zu voll wurde. Mhm. Und wir arbeiten sehr stark mit diesen Bildern, auch auf unseren LKWs zum Beispiel haben wir das Key-Visual drauf, was man hinter mir sehen kann, immer die grüne Landschaft mit den Bergen der Dose und möglichst auch daneben dann noch einem Teller mit Bockwurst oder Bratwurst drauf. Das spricht auf der Autobahn an. Früher hatten wir weiße LKWs, da wusste man gar nicht so genau, da war unser Logo mit drauf, aber was ist denn da drin? Und jetzt seit über 10 Jahren mittlerweile eben kriegt man wirklich auf der Autobahn Hunger und Lust auf die knackigen Würstchen, wenn man das sieht, im Stau steht oder hoffentlich nicht im Stau steht, sondern nur dran vorbeifährt am LKW. Wir haben unseren Heißluftballon, wo die Dosen dreidimensional draußen dran genäht sind, 3 Stück. Also eine Sonderform, die es weltweit nur einmalig so gibt. Da gibt es also immer verschiedene Elemente, wo wir die Dose immer wieder spielen, diese Ikone, wie Sie eben gesagt haben. Und auch in der Corona-Zeit haben wir darauf gesetzt, weiter die Werbung zu betreiben. Hinterher, als die Hamsterperiode dann vorbei war und die Endverbraucher auch verstanden haben, sie müssen nicht hamstern, sie können jeden Tag bis auf natürlich am Sonntag weiterhin einkaufen gehen. Die Versorgung ist gesichert mit Lebensmitteln, ist das wieder abgeebbt. Dann gab es natürlich einen Einbruch logischerweise in der Nachfrage und wir haben das dann aber zum Glück ausgleichen können mit der Bratwurst und die eben dann zu dem Zeitpunkt stark beworben. Klar, und weil dann wieder viel gegrillt wurde. Das geht nicht, letztes Jahr, das gilt nicht nur für uns, generell in Deutschland
wurde also 15% mehr Bratwurst verkauft als in den Vorjahren, was eben natürlich daran lag, dass man nicht in den Urlaub fahren konnte, dass die Gastronomie leider geschlossen war und dass die Verbraucher eben zu Hause versucht haben, sich schön zu machen und zu genießen, weil es eben leider nicht anders ging. Und so schön das ist, sozusagen davon zu profitieren als Unternehmen, wünschen wir uns natürlich schon zurück, dass das sich wieder alles normalisiert und man sich wieder frei bewegen kann und auch reisen kann etc. Also diese Hochkonjunktur in dem Sinne oder Sonderkonjunktur wird natürlich nicht ewig anhalten. Das wissen auch die Supermärkte und andere Hersteller, das ist ganz klar. Aber das ist auch in Ordnung, finde ich, weil damit es wieder alles zu einer Normalität zurückkehren kann. Absolut. Die Versorgung ist gesichert, haben Sie gesagt, mit der Bockwurst. Und jetzt sehe ich dieses schöne, saftige Grün nochmal eben in Ihrem Hintergrund. Jetzt haben Sie auch die 60 Jahre schon erwähnt. Die dicke Sauerländer wird jetzt 60. Wie wird das gefeiert? Ja, wir feiern das Jubiläum passenderweise natürlich im Herbst, wenn also die Bockwurstzeit wieder losgeht. Und werden das in dem Sinne mit einer besonderen Point-of-Sale-Aktion machen, wo also auf der Dose dann ein auf dem roten Deckel obendrauf ein Aufkleber drauf sein wird mit einem speziellen Gewinnspiel und der Teilnahmemöglichkeit. Jeder Verbraucher, der einen Code eingibt, der sich dann eben in dem Etikett verbirgt, animiert uns dazu oder verpflichtet uns dazu, in dem Fall eine Spende zu tätigen, und zwar in die Aufforstung eines Waldgebietes hier direkt so 15 Minuten von uns entfernt. Und zwar sind da leider sehr viele Bäume ja in der Region in den letzten 2-3 Jahren dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Das ist ja bekannt. Es gibt hier mega viele Holzmengen, die zurzeit bewegt werden, und das Bild der Landschaft ändert sich im Moment. Also es gab ja einmal Kyrill vor vielen Jahren, wo sich das schon mal stark geändert hat, das Landschaftsbild des Sauerlandes, und mittlerweile durch die Borkenkäferplage sind hier Millionen von Bäumen gefällt worden, wohl oder übel, und das wird aufgeforstet, und wir werden also ein Baumpflanzprojekt starten hier in der Region auf einem Grundstück, was zum Naturpark Sauerland-Rothaargebirge gehört, im Kreis Olpe, und für jede gekaufte Dose, wo dann eben der Verbraucher den Code eingibt, wird der Verbraucher an einem Gewinnspiel teilnehmen und kann 3 Wochenenden hier in der Region gewinnen und dann noch 7 Waldbänke, nennen die sich. Hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man im Sauerland unterwegs war, ein markantes S für das Sauerland, eine Holzbank für zu Hause, für den Garten hoffentlich oder den Schrebergarten. Auf dem Balkon wird es vielleicht ein bisschen eng. Darüber hinaus verlosen wir noch 50 Genießerpakete mit Produkten von uns, um eben die Zahl aufzurunden auf 60. Also ein tolles Gewinnspiel und eben etwas für die Umwelt, für die Aufforstung hier in der Region, was wir auch sicherlich weiterführen werden, wenn das erfolgreich verläuft. Jetzt kriegen Sie natürlich auch nochmal den Werbeslot hier für die Region. Sie haben vorhin den Sauerland-Schriftzug schon so schön in die Kamera gezeigt. Wie ist das Lebensgefühl im Sauerland? Was wollen Sie da auch vermitteln? Sie haben jetzt schon über Familientradition, Familienunternehmen, Ihr Familienunternehmen berichtet, andere Familienunternehmen hinter den 7 Bergen, wie es so schön heißt. Beschreiben Sie doch mal bitte einfach ein bisschen, wie es sich anfühlt. Wir haben ja auch jemanden aus Köln, der jetzt bei Ihnen im Unternehmen arbeitet, lange Jahre in Köln gewohnt hat, und der schwärmt ja geradezu vom Sauerland. Wie lebt sich's da? Ja. Also das Sauerland hat in den letzten Jahren touristisch und auch wirtschaftlich gesehen einen starken Aufwind erfahren. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit oder an mein Studium, da musste man immer erklären, der eine kam aus München, der andere aus Hamburg, der nächste aus Leipzig. Wo kommst du denn her? Ja, aus dem Sauerland. Wo ist das denn? Ja, das liegt zwischen Siegen, Dortmund und Köln, so in dem Bermuda-Dreieck irgendwo mittendrin an der A45, an der Sauerlandlinie. Sauerlandlinie habe ich schon mal gehört in den Staunachrichten, das war dann eher ein negatives Bild. Und man hatte so ein bisschen das verschlafene Image vor Augen. Da wurde sehr viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherlich, sowohl vom Tourismusverband als auch eben im Bereich der Wirtschaft. Und das Sauerland ist einfach ein Naherholungsgebiet mittlerweile für das Rheinland, fürs Ruhrgebiet, für sehr stark Kurztrips an Wochenenden und ist wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Wir haben hier mittlerweile im Sauerland mehr Industriearbeitsplätze als im Ruhrgebiet. Wir sind die drittstärkste Wirtschaftsregion Deutschlands mit vielen starken mittelständischen Unternehmen, manche mittlerweile auch schon gewachsen zu Milliardenunternehmen, aber es sind familiengeführte
Firmen und Betriebe nach wie vor, so wie unser Betrieb auch. Und hier kennt man sich, hilft man sich gegenseitig. Es gibt viele Dörfer, ganz tolle Vereine, das Vereinsleben ist ganz stark hier in der Region. Schade natürlich, Schützenfest fällt im Moment leider aus. Das ist ein bisschen traurig und muss man sich nochmal gedulden, ein bisschen jetzt zum Schluss, hoffentlich zum Schluss der Pandemie. Aber es sind ganz tolle Menschen und wenn man sagt immer so ein bisschen, ja, die Sauerländer sind stur, aber wenn man die erstmal sozusagen für sich gewonnen hat, hat man einen Freund fürs Leben gewonnen. Und wir selber profitieren davon hier, von den tollen Mitarbeitern, die wir aus der Region haben. Und wirtschaftlich und touristisch, wie gesagt, wir sind froh. Wir dürfen hier wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Nicht nur im Winter, sondern mittlerweile auch viel im Sommer. Das ganze Thema Biken, Wandern, das ganze Thema der E-Bikes ist dadurch sind die Berge auch mittlerweile verdaubar geworden, sozusagen, auch für nicht so sportliche Fahrradfahrer. Das Thema Campen, Wohnmobile, die Campingplätze an den Seen sind schon wieder gut gefüllt und da hat die Region wirklich sehr viel zu bieten. Und man hat den Vorteil, man ist zwar natürlich auf dem Land, aber man hat alles in erreichbarer Nähe. 3 Autobahnen, 4 Flughäfen. Und wenn man nicht jeden Tag oder jede Woche in die Oper möchte oder in eine hochkulturelle Ausstellung, dann ist man hier sehr gut aufgehoben. Okay, man muss naturverbunden sein, das ist klar. Ja, absolut. Also, so wie Sie es beschreiben, klingt es nach einem echten Sehnsuchtsort, um da einfach auch mal Tagesausflüge hinzumachen. Genau. Absolut. Und wie ich gelernt habe, die Sauerländer haben absolut Sinn auch für Humor. So kam es dann wahrscheinlich auch bei Ihnen dazu, dass Sie den Wurstomaten aufgestellt haben. Oder wie war da der Hintergrund? Ja, genau. Die Sauerländer gehen nicht zum Lachen in den Keller, das stimmt. Wir haben einen Werksverkauf seit mittlerweile 10 Jahren bei uns, direkt in der Nähe der Produktion, wo wir eben alle unsere Produkte, die wir produzieren, sowohl unter Marke als auch unter Eigenmarke verkaufen, auch eine Bedienungstheke haben mit einer kleinen Metzgerei sozusagen. Und weil eben das Thema Grillen doch ein spontanes Thema ist und dann gegrillt wird, wenn gutes Wetter ist. Die Öffnungszeiten der Supermärkte sind zwar schon ziemlich lang mittlerweile, aber gibt es immer noch Kunden, denen dann samstags abends einfällt oder Sonntag, sie möchten grillen und haben Hunger auf eine knackige Bockwurst oder eine Bratwurst vor allen Dingen, haben wir einen Wurstautomaten aufgestellt, direkt bei uns vor der Tür. Also muss man sich vorstellen wie eine Art Getränke- oder Snackautomaten, der dann gefüllt ist, die verschiedenen Fächer mit Bratwurst, mit Cabanossi, mit Fleischwurst oder auch mit der Konservendose. Ja. Und dort kann man eben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, sich eine Packung Bratwurst ziehen. Wunderbar. Die muss man natürlich noch aufwärmen zu Hause, das ist klar. Aber das ist unser Wurstomat, der am Anfang, als wir den aufgestellt haben, natürlich für das ein oder andere Lächeln gesorgt hat, ja. Weil man das so noch nicht kannte. Und das funktioniert wirklich gut. Das ist eine nette Marketingmaßnahme, mit manchmal je nach Wetterlage, gerade Pfingstwochenende oder ähnliche Dinge, dann sieht man schon, da muss man auch zwischendurch mal nachfüllen am Wochenende. Ist eine nette Marketingmaßnahme. Gut, vielleicht wird das ja jetzt zu einer weiteren touristischen Attraktion, dass Sie den Wurstomaten bei sich am Firmengelände haben. Das sei jetzt nochmal eben vermerkt. Die wichtigste Frage muss natürlich zum Schluss jetzt auch noch sein, wenn wir alle Bock auf Wurst haben, lieber Herr Metten, wie ist das mit der Rostbratwurst? Wie schmeckt sie denn am besten? Auf welche Art von Grill? Holz? Also Kohle, Gas oder Elektro? Tja, das ist eine Glaubensfrage und Geschmackssache in dem Fall natürlich. Ich persönlich esse sie am liebsten ganzjährig vom Gasgrill, weil das am unkompliziertesten ist. Aber der Geschmack auf dem Holzkohlegrill, den kann man natürlich mit Gas nicht hinbekommen. Also dieses leicht rauchige Aroma. Auf jeden Fall würde ich sagen, Gas oder Holzkohle vor Gas und vor Elektro. Elektro ist auch gut, praktisch. Man kann es überall machen, auf dem Balkon oder den einfach mitnehmen in den Campingurlaub etc. Aber Holzkohle ist schon, was den Geschmack angeht. Mhm. Und dann auch natürlich die krosse Kruste ist unschlagbar, ganz klar. Alles klar. Gut, dann wünschen wir jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ganz herzlich natürlich eine tolle Grillsaison. Jetzt bei draußen schönen blauem Wetter, so wie Ihnen im Hintergrund. In Köln ist gerade auch so schönes Wetter hier. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, es gibt jetzt sehr viele, die Bock auf Wurst gekriegt haben, lieber Herr Metten. Ich hoffe es, ja. Ich wünsche da guten Appetit auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank. Grüße ins Sauerland. Wir haben gesprochen über 60 Jahre die dicke Sauerländer. 100 Jahre ist übrigens das Radio schon alt und beide sind noch ganz frisch, würde ich sagen. Herzlichen Dank, genau. Und schöne Grüße ins Sauerland. Danke. Schönen Tag noch für Sie. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Also, vielen Dank auch Ihnen fürs Interesse. Wir haben gesprochen über guten Geschmack
Tradition, Bodenständigkeit, Emotion und Qualität im Marketing. Wenn es also davon eine Scheibe mehr sein darf, dann wissen Sie, wo Sie die bekommen. Tobias Metten und Tobias Lammert sind ansprechbar. Bleiben Sie zuversichtlich. Liebe Grüße aus Köln und bis zum nächsten Mal im Mai. Tschüss.